Hallo YouTube! Wir schauen das neue Stream Clips Germany Nummer 244. Ich rieche oft an Männern. Okay, das ist ein sehr interessanter Fetisch. Ich bin gespannt, von wem dieser Fetisch kommt. Aber ich würde sagen, let's the party begin! Schauen wir direkt mal rein. Hallo YouTube! Schön, wie ihr alle mitmacht. Oh, aua. Willkommen bei Stream Clips Germany! Eine Bekannte von mir und die haben dann noch den Neubau. Das heißt, die kommen regelmäßig zu dem Neubau gucken und jetzt kommt die dahin und sagt einen Tag, es gibt doch nichts Schöneres, als wenn du zu deinem Neubau gehst und guckst, ob alles in Ordnung ist und dann siehst, dass einer der Handwerker den fetten Haufen in eine nicht bewässerte Toilette gesetzt hat. Moment, was? Okay, das habe ich schon öfters gehört, tatsächlich, dass sowas passiert, weil die halt auch aufs Klo gehen müssen und dann vergessen, dass da noch kein Wasser drin ist oder zumindest nicht wissen. Das habe ich schon öfters gehört, tatsächlich, dass sowas passiert. Sollte nicht passieren und ich würde mal sagen, man will sein neues, tolles Klo dann auch selbst bescheißen als erstes und nicht von jemand anderem bescheißen lassen. Also hat er sozusagen das Klo entjungfert, was man halt selbst tun wollte, weil man dafür Geld ausgegeben hat. Ja, das sollte man auf jeden Fall den Bewohnern lassen und nicht selber machen. Den Neubau und Neubau. Was für Neubau? Was? Handwerker, du Handwerker-Things. Ich finde, ich weiß, ich hatte vielleicht auch noch nicht so viele Handwerker bis jetzt gehabt, aber bei mir sind die Handwerker, die wollten teilweise sogar, glaube ich, nichts zu trinken haben. Die waren sehr zurückhaltend, die sind auch nicht aufs Klo gegangen. Aber ich hatte auch nie Handwerker, die ewig lange bei mir gewesen sind. Die haben da und hier vielleicht was gemacht oder so, aber halt nie lang geblieben, ne? Und ich weiß auch nie dann, ob ich den Handwerkern eigentlich immer was zu trinken anbieten soll, wenn sie auch nur kurze Zeit da sind, weil sie halt den ganzen Tag vielleicht in jeder Wohnung irgendwas machen müssen. Das weiß ich halt nicht, keine Ahnung. Aber irgendwann müssen sie auch mal aufs Klo. Ich weiß nicht. Würdet ihr einen Handwerker auf euer Klo lassen? So sagen, ja, warum soll er denn auf mein Klo gehen? Er kann ja auch bei dem Nachbar aufs Klo gehen. ist ja wie bei Ikea oder Baumarkt. Stimmt, daher kenne ich das. Bei Ikea und Baumarkt machen sie das ja immer. Der Herr kann das Klo dann mitnehmen und ersetzen. Geht ja noch, wenn der Abfluss schon angeschlossen ist, mit einem Eimer Wasser. Stimmt, das könnten sie machen, aber ich glaube, soweit denkt man im Moment nicht und denkt sich nur so, Scheiße, jetzt habe ich die Scheiße, ist hier am Dampfen. Jetzt ist die Scheiße hier am Dampfen. Wenn es dringend ist, ja, why not? Eklig wird's, wenn das Klo noch im Baumarkt in der Ausstellung steht. Oh, stellt euch vor, ihr kauft so ein... Ihr geht so einen Baumarkt, Ikea oder sonstiges, wo irgendwo Klos sind, schaut euch das Klo an, macht den Deckel auf und da ist einfach so Scheiße drinne, weil jemand sich nicht zurückhalten konnte. Ach du Scheiße, denkst du auch so, oh nee. Die armen Mitarbeiter, die das wegräumen müssen. Liebes Tagebuch, heute war hier im Stream wieder sehr witzig und keiner saß. Pisst der noch alles voll? Ey, stell dir vor, jemand pisst euer Badezimmer voll. Also wirklich so, oh Scheiße, oh das, oh mein Pipi-Mann, der hat seine Kontrolle verloren. So, überall links, rechts auf den Sitz, auf den Spiegel, überall pinkelt er alles voll. Stell ich das mal vor. Okay, das ist, okay, ich, vielleicht sollte ich mir solche Dinge doch nicht vorstellen. Ach du Scheiße, das ist gut im Baum. Guck mal, Helikopter! Mama, ich habe einen Helikopter gemacht. Schau mal, bist du stolz auf mich? Gute Tat für heute erledigt in der Sanitärabteilung. Kaufhaus ein Geschenk hinterlassen. War das wieder so ein Traum? Nein, war das nicht. Okay, dann würde ich den mit dem Tritt in den Hintern aus dem Haus befördern. So Stories gibt es ja, wo der Handwerker nicht vernünftig aufs Klo gehen kann und alles daneben geht. Kein Plan, wie man sowas hinbekommt. Ich weiß es nicht. Vielleicht sind die Stories aber auch erfunden. Also, ist die Story echt oder ist sie nur erfunden? Das alles und mehr bei X-Faktor. Immer wie immer mit einer lebendigen Fantasie. Also immer nett zu Handwerkern und die hatte sicher Angst vor deinem königlichen Präsenz oder vor dem... Definitiv, ja, die hatten definitiv Angst vor mir. Danke fürs Kopfkino. Sehr gerne. Mach ich doch gerne. Oh, ich habe eigentlich gestartet, aber das Starten hat nicht so funktioniert. Ich habe halt hier so ein Fenster. Das ist so fensterförmig. Oh, geil. Ein also fensterförmiges Fenster.
wenn gestern der Stream um 16.30 Uhr angefangen hat und heute der Stream um 16.30 Uhr angefangen hat, wie viele Stunden sind vergangen? 12? Ja. Wie viele Stunden sind vergangen von gestern bis heute, Chat? 12. Von gestern? 12. 12! Achso, ja, natürlich, 24. Ja, natürlich, sind der fucking ganze Tag voll. Oh mein Gott. Die Kaffeemaschine hat noch keine KI drin, die ist noch dumm. Was, wer ist dumm? Warte, wer ist dumm? Müsste er sich dann nicht mit der Kaffeemaschine voll gut verstehen? Ach so, die Kaffeemaschine! Ach so! Ach so! Ja, meine Kaffeemaschine ist kaputt, Chat. Meine Kaffeemaschine ist putti gegangen. Jetzt muss ich versuchen, die Kaffeemaschine zu reparieren. Hab ihr schon Küsschen gegeben, hab schon Bussi gegeben, hab schon Pflaster drauf gemacht. Aber die Kaffeemaschine will immer noch nicht funktionieren. Ich habe auch schon mal drauf geschlagen, weil man sagt ja so, mit Gewalt und so geht alles. Dann habe ich auch mal draufgeschlagen. Dadurch hat es dann auch nicht funktioniert. Dann habe ich irgendwas abgerissen aus Versehen. Hat auch nicht funktioniert. Also die Maschine hat nicht plötzlich losgerattelt. Nee, eher das Gegenteil. Jetzt habe ich halt jetzt habe ich halt so eine Art Leiche auf meinem Küchentisch liegen, komplett auseinandergenommen, alles in Einzelteile. Hier und da liegt der Kopf, da irgendwo das Innere des Geräts. Und ja, das Massaker wollt ihr euch nicht ansehen. Hammer hilft immer. Mein, keine Kaffeemaschine, Weltuntergang. Ja, 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 irgendwas ging da nicht und ich muss es noch fixen. Hammer hilft immer. Bist du dir sicher? Ich weiß nicht. Willkommen, wie geht's euch? Dann macht die Kaffeemaschine mal ein Schläfchen und hier überprüfen sie. Die hat nicht zu schlafen, wenn ich Kaffee will, ja? Also eine Kaffeemaschine hat nicht zu schlafen, wenn ich Kaffee will. Kann dir mein French Press nicht passieren? Ja, aber French Press, das heißt, ich muss Hand anlegen. Und Hand anlegen nämlich so faul für. Vielleicht kann ja mal einen Mixer draus bauen. Ich könnte einen Mixer draus bauen. Ich habe aber noch einen Mixer. Aber vielleicht kann ich aus dem Mixer so einen Supermixer bauen. Lebensmotto eines Schlossers. Wenn es nicht passt, ist der Hammer zu klein. Ich kenne Leute mit Leichen im Keller, aber auf dem Tisch. Naja, im Keller gab es keinen Platz mehr. Also musste ich die Leichen irgendwo anders deponieren. Also habe ich sie mal auf dem Tisch deponiert. Als nächstes würde dann wahrscheinlich der Schrank rankommen an Deponieren der Leichen. Weil auf dem Tisch ist auch nicht mehr so viel Platz. Da ist nur noch eine Leiche drauf. Aber im Schrank hätte ich noch ein bisschen Platz. Ich glaube, das ist so mein Ersatzkeller. Keller ist voll wegen Mods. Das auch. Oh, da war wohl die Tastatur ein bisschen durstig. Auf jeden Fall, dass wir es noch nie hatten. Wie? Ja. Du bist ein Idiot. Das klang wie Pi. 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 Pikachu. Die arme Kaffeemaschine. Wer leicht auf dem Tisch? Ja, der Leichhaus. Der Leichhaus. Der Leicher. Der Leiche, nicht der Leichhaus. Dankeschön für Wasser und Marsch. Erstmal alle sippen an eurem Getränk. Auch alle, die jetzt zuschauen hier. Let's go. Wasser. Das Trinken aus langsam. Kann ich das saufen? Oh, ich weiß nicht, ob das saufen kannst. Geh halten, um zu trinken. Wetten, ich hole mir irgendeine Scheiße, waschen, wenn ich das halten, sauf. Halten, um zu trinken. Ich glaube, du stirbst jetzt. Was bekommst keine du? Keine tödliche Krankheit bekommen? Ungewöhnlich für ein Survival-Game. Was war das? Krieg mal. Das ging aber schnell. Also selbst wenn man etwas trinkt, was gefährlich ist, ne, in echt, dann geht's normalerweise trotzdem nicht, dass du so schnell umkippst. Also es frisst sich Stück für Stück durch dich durch und dann irgendwann merkst du, dass deine Innereien nicht mehr funktionieren, dass deine ganzen Organe absterben und dann stirbst du. Ne? Krankheit gespart, direkt tot. Trauen wir uns jetzt wieder die Alerts anzumachen? Do we dare? Herzog, danke für den Giftsab an Baha. Okay, ich glaube. Komm hier, also. Mein Gott! Ich glaube, der Stream stirbt gleich. Es ist zu viel! Ich sehe doch nicht! Pummelparty! Also, der ist auf jeden Fall sehr Lust. Pummelparty, Pummelparty, Pummel! Ich baue hier. Hä, bin ich unten rechts? Oh, ich dachte, ich wäre lila, Mann. Oh mein Gott. Oh nein. Ja, natürlich. Oh, warte. Ich hätte es dir direkt ansehen müssen. Ja.
Bevor wir uns anschauen, warum sie Spezi auf ihrer Brust trägt. Wer von euch mag Spezi? Wer von euch trinkt Spezi? Was trinkt ihr am liebsten? Cola, Fanta, Sprite, Spezi? Ha? 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 Cola, Fanta, Sprite, Spezi. Gibt's noch mehr? Ich weiß es nicht. Gibt's noch mehr? Hier. Schwefelquelle, Schwefelmonoxidvergiftung. Bitte was? Ein Spezi, Cola, hier, zuckerfreie Fritz Cola. Oh, stimmt, die gibt's auch noch. Cola, Spezi, hier, Orangensaft. Das war jetzt aber nicht in der Auswahl dabei. Ich trinke am liebsten Wasser. Spezi, OP, 11 von 10, Schwippschwapp, koffeinfrei. Schwippschwapp ist doch ähnlich wie Spezi, oder? Ich weiß es nicht. Ist Schwippschwapp ähnlich wie Spezi? Nur halt eine andere Marke und schmeckt ein bisschen anders. Paulaner, Spezi, alles querbeet, aber darf nicht so viel zu konsumieren. Zucker ist ungesund. Spezi am liebsten die von Paulaner. Wenn dann das gute Paulaner Spezi. Hab's generell nicht so mit Softdrinks, vielleicht viermal im Jahr. Das ist wenig, das ist echt wenig. Paulaner Spezi und Zero mag ich nicht. Ja, Zero schmeckt oft sehr eklig. Spezi und Cola Weizen Dr. Pepper. Sonderbonbons. Was? Was für Sonderbonbons? Cola von der Sprite Spezi in der Reihenfolge. Sprudel. Hallo, willkommen, Cola, und bin gespannt auf Uwu Cola. Oh, da bin ich auch sehr gespannt. Da ich den Spitznamen Cola, schon gehabt habe. Cola, Kräuterlimonade, kein Jägermeister. Das klingt auch sehr fancy. Energy ist geil. Spezi ist für mich immer noch Alkohol. Echt? Wie kommst du denn da drauf, dass Spezi Alkohol ist? Schwippschwapp, Schwippschwapp. Nein, das sage ich nicht. Nicht hier, nicht jetzt. Meine Schwippschwapp auf dem Tisch sagt, dass sie Spezi ist. Das Beste ist immer noch das Black Forest Wasser. Ich wollte meinen Namen nicht schreiben. Alles gut, alles gut. Alles gut. Eigentlich schon. Okay, aber ich habe auch schon öfters Spezies getroffen, bei denen das Etikett abgegangen ist und die trotzdem genauso gut geschmeckt hat. Es gab schon eine Oh, so meine ich es nicht. Ja, so meine ich. Ich meine allgemein. Bitte, was? Oh, und das immer wieder bei Minderjährigen. Wie alt? Nee, ich bin 18. Juhu! Ich wünschte, können wir gar nichts. Und ihr sagt, ich bin sus. Es war doch eindeutig, dass er die Flasche gemeint hat. Und nicht sie. 1, 2, 1, 7. Hä? Gar nicht! Gar nicht! Hallo? 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 Ich möchte gerne mit meinem Anwalt reden. Ich rede nicht mehr ohne meinen Anwalt, ja? Ich äußere mich nie mehr ohne meinen Anwalt. Hat eindeutig von Hime gehört. Ich habe mit ihm noch nie ein Wort gewechselt, ja? Wahrscheinlich kennt er mich nie mal. Spezi nennt man auch Bier mit Cola. Stimmt, das war das. Ach so, I get it. Das hätte so ein Himmelspruch sein können. Ihr seid gemein. I don't know what to do. I'm always in the dark. We're living in a park and get off. Oh, I really need you tonight. Forever's gonna start tonight. Forever's gonna start. Ja. Oh, ich glaube, sie könnte gut Ado-Songs singen, weil sie schon gerade beim Singen sehr hinten war in der Stimme. Also sie hat ihr Gesang mehr so nach hinten vertieft und eher so von hinten gesungen. Und Ado singt genauso. Und ich glaube, sie könnte dann echt gut Ado-Songs singen. Also liebe... Ich weiß den Namen gerade nicht mehr. Shame on me. Liebe Ifascore, wenn du Lust hast, sing noch mal was von Ado. Aus dem One Piece Filmen zum Beispiel. Sehr schöne Songs, kann ich dir empfehlen. Kriegst du bestimmt gut hin. Ado-Songs. Nein, Ado-Songs. Mach Ado, nicht Ada, Mann. Ado. Ado. Ja. Folgendes Szenario, Tobias. Ja. Ja? Ja, du ja, bist ja, schwanger. Ja, okay, cool. Und jetzt? Und dein Baby kommt zur Welt und ist einfach nur ein Babykopf mit 8 langen, haarigen Spinnenbeinen. Wie reagierst du? Fuck. Warte, was? Ich war so entsetzt über die Aussage. Ich hab reingeredet, sorry. Was? Hallo? Starte mal. Hallo? Haarigen Spinnenbeinen. Wie reagierst du? Grillen? Er will sein Baby fressen? Aber es ist trotzdem dein Baby. Es kam aus dir raus. Warum willst du es grillen? Zeitung rauf. One-Way-Ticket zum Mond. Kann man wohl nichts machen. Ja, da ist es wohl passiert, ne? Hans
Skette Flammenwerfer. Himmel, sing du mal. Ich hätte so gerne Leute, um zu singen, auf, weil ich es selber nicht kann. Ich kann nicht jetzt singen, nein. Da musst du warten bis zum nächsten Karaoke-Stream. Das werde ich unserem Twitch-Baby nie antun. Warum denkst du, dass unser Twitch-Baby eine Spinne wird? Ich bin ein Schmetterling. Ich meine, wir haben mehrere Beine, aber eine Spinne? Da achtet sich jemand, Foi-Foi löst alles. Foi-Foi löst doch alles. Foi-Foi löst alles auf der Welt. Also auf. Hey, ich habe dich gestern auf YouTube gefunden, dachte ich schon mal rein. Hallo, Badland, Bandit, willkommen, wie geht's? Willkommen. Du bist jetzt live auf YouTube gefühlt. Nein, bist du nicht, aber das Video kommt auf YouTube. Also, freu dich, du bist von YouTube auf YouTube jetzt gelandet. Willkommen, wie geht's, Hallöchen? Ich wäre nicht so geschockt, der Vater wird ja auch 8 Beine gehabt haben. Ja? Verkaufen, das bringt bestimmt gut Geld ein. The fuck? Er meint damit eine elektrische Fliegenklatsche, da sagt man auch Grill. Ach so, so meint er das. Aber es ist eine Spinne, keine Fliegenklatsche, dann hilft doch eher der Sauger. Dann nimmt man lieber so einen Industriesauger und saugt das Baby ein. Und dann raustun, oh mein Gott, jetzt habe ich Baby gesagt statt Spinne. Und saugt die Spinne ein und dann wirft man die Spinne in den nächsten Müll. Und dann ist das Problem auch gelöst. Aber kann sein, dass die Spinne wieder zurückfindet, weil die Spinne weiß, wo sie eingesaugt worden ist. Das heißt, wenn ihr mal eine Spinne rauslasst, dann kann es sein, dass sie wieder nach Hause findet, zu euch. Feuer löst wirklich jedes Problem und wenn es mal hier kritisch ist, auf der Erde Feuer legen und alle abbauen zum Mond. Spinnen sind da weggebrutzelt zu werden. Yes! Yes, yes, yes. Ich meine, ich bin Schmetterling. Das ist mein natürlicher Feind, eine Spinne. Also ich kann nicht anders als zu sagen, Spinnen fort. Ja. Yeah. Hallo, Suki. Was ist los? Spielzeug ist kaputt. Jetzt brauche ich ein neues Spielzeug. Möchtest du mein Spielzeug sein? Ich will gerne ein Spielzeug sein, Suki. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Spiel mit mir, Suki, spiel mit mir. Du kannst alles mit mir tun, was du willst. Ich bin gefangen in deinen Augen. Du kannst alles mit mir tun, was du willst. Hm? Ja, ich bin auch ganz lieb. Ja. Ja, Suki, ja. Nein. Also langsam wird das Kingi. Oh, alles Angebot. Ich gebe Spinne meine Chance, von allein zu gehen. Wenn ich sie dann nochmal wieder sehe, sind sie fällig. Das ist eine gute Option. Das ist ein guter Kompromiss zwischen Spinne und großen Menschen. Sass. Was? Warum Sass? Warum bin ich denn Sass? Das war ihr Angebot. Ich habe es nur angenommen. Ich bin einfach nur freundlich. Warum bin ich denn jetzt Sass, nur weil ich ihr Angebot angenommen habe? Also bitte, ja. Ja, also von Suki schlage ich doch kein Angebot ab. Nein, ehrlich, ich bin der fucking dümmste Streamer, was Kochen angeht. Nochmal kurz eben, das Problem bei den Freuds ist immer so ein bisschen diese Copy-and-Taste-Kacke. Das ist immer ein Riesenproblem, wenn die Jungs... Digga, für mich ist, hier, wie heißt das? Gras. Schnittlauch. Schnittlauch ist für mich Gras und Kleeblatt. Kleeblatt? Petersilie ist Kleeblatt. Was? Meerrettich ist auch ein Fisch. Okay, ich muss zugeben, dass ich auch immer gedacht habe, dass Meerrettich irgendwie aus Fisch hergestellt wird. Ich weiß auch nicht. Ich habe es immer mit Fisch verbunden. Aber liegt vielleicht daran, dass man irgendwie Meerrettich mit Fischzeug auch isst. Aber ich wusste nie, woher das kommt, bis ich herausgefunden habe, woher Meerrettich kommt. Aber ich meine, man kann ja gerne davon ausgehen, dass halt... man Kräuter nicht unterscheiden kann. Das ist ja keine Schande, solange du vielleicht beim Einkaufen checkst, was du da gerade in dein Korbchen gelegt hast. Korbchen vor allem. Lachs mit Meerrettich. Ja, genau, Lachs mit Meerrettich. Der Typ geht mir auf die Nerven, macht Musik an, 2 Sekunden wieder aus und ist immer wieder... Das ist aber der Stil von DJs. Läuft das nicht so? Macht man das nicht so? Man macht Musik an, macht dann bam, 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 dann macht man es wieder leiser und redet so. Das sind eigentlich alle DJs auf Twitch, die ich gesehen habe. Also ich habe nur Peilung, worüber er redet. Dachte, Remoulade ist Fisch. Könnte auch Fisch sein, wer weiß das schon. Isst du gerne Fisch? Ich esse gerne Fisch, aber es kommt auf den Fisch an. Aber Lachs esse ich sehr gerne. Ich weiß nicht, wie das ankommt, wenn du im Supermarkt nach Gras machst. haben Sie ein paar Kleeblätter für mich? Magst du auch Fischstäbchen? Ich mag Fischstäbchen, ja. Ich mag Fischstäbchen. Ich habe die aber damals als Kind viel zu viel gegessen. Seitdem bin ich nicht so pro Fischstäbchen, aber ich esse gerne Fischstäbchen. Mögt ihr Fischstäbchen? Esst ihr gerne Fisch? Chat? Zuschauer? Räucherforelle. Oh nein, redet doch jetzt nicht bitte über Essen, Mann. Warum reden wir eigentlich immer über Essen? In jedem Stream reden wir über Essen.
Man muss gefühlt vor dem Stream schon ein ganzes Essen für den Tag gegessen haben, damit du nicht im Stream die ganze Zeit am Hungern bist. Weil wir haben ja die ganze Zeit vom Essen reden. Ja, Fisch in allen Varianten. Haben sie das Gras und die Kleeblätter zum Kochen? Fischstäbchen geht noch. Ja, Fischstäbchen, aber heute gab es Pizza. Pizza mit Fisch oder ohne Fisch? Fischstäbchen, ja, Fisch nicht. Du hast angefangen. Ernähre mich vegan. Gut, gibt's eine Fischalternative? So wie eine Fleischalternative beim Veganen? Irgendwas? Keine Ahnung. Ich esse nur Lachs auf Brötchen, sonst bin ich kein Meeresfrüchte-Fan. Nein, kein Fisch-Fan. Ich liebe übrigens auch Kalamari. Kalamari heißen die doch. Diese Ringe, diese Kalamari-Ringe. Oh, die sind so geil. Die sind, hatte ich letztens gekauft. Spontankauf. Eigentlich wollte ich was anderes machen und habe dann die gesehen beim Lidl und gedacht, so, muss ich mitnehmen. Dann habe ich sie mitgenommen, habe Reis gekocht und Tutti Frutti. War alles fertig nach kurzer Zeit und hab sie schlabboniert. Schlabboniert. Ohne Fisch war nicht Diablo. Ja, okay. Fisch ist so nicht verarbeitet, nicht so gerne. Aber beim Sushi ist doch, also im Endeffekt beim Sushi ist ja Fisch auch nicht so wirklich verarbeitet. Aber es schmeckt super gut. Gulasch mit Nudeln, gönn dir. Fisch so nicht, ohne Fisch, ja, aber schmeckt nicht. Tofu, Heringsalat mit Dill-Sahnesauce und Kartoffeln, oh, das ist auch sehr gut. Aber Heringsalat klingt sehr nach nicht mein Geschmack. Aber Dill-Sahnesauce und Kartoffeln, beziehungsweise allgemein so, wie heißt das, dieser Fisch, dieser überbackene Fisch, überbackener Fisch, Backfisch, glaube ich. Und dazu frische Kartoffeln, dann diese Joghurt, Remouladen, irgendwas Soße und dann noch eine frische Zitrone zum Auspressen. Sehr lecker. Also ich habe für heute bisher nur gefrühstückt für circa eine Stunde, das ist aber nicht gut. Es gibt Fischstäbchen mit Spinat drinne. Oh. Und Thunfisch mit Nudeln, Kartoffeln, so ein leckeres Gericht oder Sushi oder... Ha! Sushi sieht ansehnlicher aus als Fisch, roh. Ja, das stimmt. Shrimps sind auch gut, aber ich mag Shrimps nicht so sehr. Aber sind okay. Schlabuliert, auch geil gesagt. Herr oder Opa, haben Sie Kartoffeln auf Lauf zum Schlabulieren? Lachs. Oh, Bandnudeln mit Lachs. Oh, das ist geil, das mache ich. Das mache ich demnächst. Das ist ein guter Einfall. Bandnudeln mit Lachs. Das mache ich demnächst als Rezept. Okay, weiter geht's im Video. Sonst hungere ich Feuerwehr, noch gleich. Feuer! Ja, ich komme. Feuer! Oberbrandmeister. Zur Bekämpfung antreten. Jawohl, Kommandant. Hilfe! Ja, wir kommen ja schon. Ach was, jetzt regnet's? Ernsthaft, wo ich der Held sein wollte, jetzt fängt's an zu regnen? Ach, hör doch auf, leck mich doch. Tja, da hat das Spiel sich gedacht so, nee, ich bin Mutter Natur, ich entscheide, ob's gelöscht wird oder nicht. Disneyland! Und rein da! Oh. Wo bin ich jetzt? Oh nein! Was ist das denn für die Matrix? Die Matrix will! Oh. Sie ist in der Matrix gefangen. Im Zwischendrin. Zwischen den Welten. Teilst du da mit uns? Ich teile gerne ein Foto mit euch, um euch neidisch zu machen. Homemade Flashbang. Nice. Flashbang. Geil. Homemade Flashbang? Oh Gott, bitte. Ich möchte sehen, bitte. Da. Oh, wow. Oh Gott. Sonja Mirci. Ja? Ey, wir haben dieselben Kopfhörer. Ah, sie hat auch Ja gesagt! Sie hat auch nur Ja gesagt. Wie geht ihr denn ans Telefon? Chat, wie geht ihr ans Telefon? Wenn ihr mal ans Telefon gehen solltet von den 5000 Anrufen, die ihr bekommt und dann halt einmal rangeht, weil wir uns nicht trauen. Aber wenn ihr mal ans Telefon geht, wie geht ihr ran? Sagt ihr Ja? Oder sagt ihr euren Vor- und Nachnamen und fragt, ja, wer ist da oder so? Also, Himechi, wer ist da? Oder sagt ihr so nur, hallo? Oder wie geht ihr ran? Nenne meinen Namen und hallo. Ja oder hallo, mich ruft keiner. Kommt drauf an, wer anruft meistens hallo. Ich sag meinen Nachnamen. Kommt drauf an, bei Fremden oder Familie und Friends. Ich sag immer, hallo, was willst du? Hallo? Hi, was, Shiris? Hi, Muschi Musch. Mit Hallo, ich sag meinen Vor- und Nachnamen. Ich gehe so ran. Hallo, wer ist da? Ganz laut, hä, rufen. Hallo, mehr nicht. Nie mit Ja rangehen. Achso, damit sie nicht das Ja aufzeichnen können, falls es irgendwelche Betrüger sind und dann dein Ja für irgendwas ausnutzen können. Wenn ich bei der Arbeit bin, sage ich das Unternehmen, den Ort und dann mein Nachnamen. Ja, okay, Arbeit ist dann natürlich was anderes. Da gibt es natürlich immer so Standard rangehen.
Vorname, Vornachname, entweder Nachname mit Bekanntnummern, ja. Hier, da wäre ich. Genau, sag immer, ja, hier ist Timothy, wollen Sie Merch kaufen? Klingt gut, können gerne ein paar mehr Leute so machen. Bei Bekannten und Freunden, ja, bei öffentlichen meinen Nachnamen. Ich melde mich einfach mit Nachnamen oder wenn ich die Person kenne, auch mal mit Elefantenjagdverein tötet, was trötet, was kann ich für Sie tun, bitte was? Bitte was, Korb? Wieso, weshalb, warum? Bei Freunden einfach hallo, sonst mit Familiennamen. Kommt drauf an, wer anruft, wenn ich die Nummer kenne, dann ja oder hallo, wenn nicht, dann einfach den Nachnamen. Yes, ja, so mache ich es eigentlich meistens auch. Also wenn ich die Person kenne, dann sage ich auch ja oder hallo. Weil ich meine, es ist ja klar, wer anruft und die Person weiß, wen sie angerufen hat. Wenn es so eine unbekannte, fremde Nummer ist, wo ich aber dann doch sage, okay, jetzt ruft sie mich schon zum dritten Mal an, dann gehe ich meistens auch mit Vor-Nachname und dann Hallo am Ende dann meistens. Glaube ich, so mache ich das. Ich weiß, ich werde nicht so oft von Fremden angerufen. Es ist meistens eher so, oh mein Gott, da ruft eine fremde Nummer an. Was tue ich jetzt? Oh, gehe ich jetzt ran, gehe ich nicht ran? Tue ich so, als wäre ich nicht da? Oh, okay, sie hat aufgehört, so anzurufen. Sie ruft schon wieder an, was tue ich jetzt? Oh nein, blockieren, nicht blockieren, rangehen, nicht rangehen. Oh, schon wieder aufgehört, so anzurufen. Warum ruft sie zum dritten Mal an? Okay, jetzt gehe ich ran. Und dann voll so ist hysterisch und oh Gott, was wollen sie? Na, was geht, Hallöchen? In der Firma, wenn Kollegen anrufen, auch gerne mal Elektriker, Seelsorge. Okay, das ist witzig. Kennst du die arme Telefonstreiche? Ich kenne allgemein Telefonstreiche, aber ich weiß nicht, ob es die Telefonstreiche gewesen sind. Gut ist auch Krematorium, Wohnorte, sie killen, wir grillen. Bitte was? Ach, du Scheiße, Leute. Okay, ich sehe schon, manche machen sich gerne einen Witz mit Leuten, die fremd sind. Kann ich voll nachvollziehen. Also erstmal, willst du mir wirklich gerade sagen, dass wenn man sich anruft, irgend so eine komische Stimme sagt, Sonja Milchi? Ja. Oh nein. Eliminiert. Ich drück auf Salutieren anstatt auf Heilen. Tja, so schnell geht das, so schnell geht das. Joel, vielen Dank für deinen Resub im 6. Monat. Willkommen, wie geht's dir, Hallöchen? Hallo, hallo. Nordfriedhof Münster, sie morden, wir entsorgen, alle Ofen laufen gerade. Oh, du Kacke. Guck mal, Chat, da ist meine dritte Titte. Da ist meine dritte Titte. Sie hat meine dritte Titte entfernt. Ich spare für meine dritte Titte. Ich wollte mir hier irgendwann so eine dritte Brust machen, weil ich glaube, mehr Boobs geben mehr Geld. Deswegen, ich mache nicht einen auf dicke Lippe, ich mache einen auf dicke Titte. Aber warte, in welcher Serie oder in welchem Film war das, dass eine Person drei Titten hatte? Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass es irgendwo in einem Film oder so gab, wo die Frau drei Brüste vorne hatte. Sie hatte drei schöne Euterchen vorne gehabt und ich weiß nicht mehr, in welchem Film das war. Total Recall? Warte, was war Total Recall für ein Film? Total Recall. Total Recall. Ah, das war der Film. Stimmt, da hatte sie... Aber die Neuverfilmung oder die alte... Hä? Warte, Moment. Es gab eine Neuverfilmung noch, oder? Reden wir wirklich von demselben Film? Nee. Nee, das war ein anderer Film. Da hat es... Das war doch nicht der Film. Es gibt es in mehreren Filmen. Ich weiß nicht mehr, in welchem Film das war. Ich weiß aber, es war ein neuerer Film. Das war safe so ein neuerer Film. Kein aber können auch die Total Recall sein. Ich kann mich nicht erinnern, diesen Film gesehen zu haben. Ich google jetzt. Total Recall, Frau mit drei Titten. So. Sieht sie aus wie die Frau aus dem Film? Nee. Oder doch? Ich habe so ein richtiges Goldfischhirn, ey. In Valerian gibt es das, meine ich auch. Valerian war es vielleicht. Also ich kenne bei Total Recall Futurama. Futurama weiß ich auch, stimmt, da gab es auch was. Aber ich glaube, es war ein Film, es war ein Realfilm. Aufgaben hier im Rewatch beide Total Recalls und verifiziert das. Nee, lass mal. Was Google der arme Hime jetzt wohl auswirft? Nächstes war wirklich die Frau mit drei Titten. Gibt sogar in Real Life eine Frau mit drei Bubas. Wow. Im Film so eine Rode, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nur, dass das fünfte Element, ich weiß nur, dass die Frau drei Titten hatte und die sah schön aus. Fünfte Element, Frau mit drei Titten. ich weiß es nicht mehr.
Shit, ich war mir so sicher, dass ich den Film weiß und jetzt habe ich es einfach vergessen. Tja, so ist es halt. Vielleicht wissen es die Zuschauer, die es jetzt sehen und denken, oh, es muss der Film sein. Wer weiß das schon? Ich möchte gerne Himes Suchhistorie sehen, ich will es nur wirklich nicht sehen. Hallöchen, guten Abend. Eventuell Operettensängerin. I don't know, vielleicht. Blade Runner! Ich glaube, Blade Runner habe ich nicht gesehen. Also, Himes Suchhistorie ist bestimmt genauso sass wie Himes. Ja, weil ich für gewisse Dinge, gewisse Sachen suche und dann Referenzbilder brauche. Und das wollt ihr nicht sehen. Eventuell Nackedei-Film. Ich schaue keine Nackedei-Filme. Dongo! Der hat Tofu gemacht! Der Hund hat Tofu gemacht! The house in the middle of a strip house in the middle of a dieses Lied, Alter. Ja, wenn man es noch hören würde, wäre es cool. Man hört keine Mucke. Ach, fuck off. Oh, ne, ist es peinlich. Zum Glück kann mir sowas nicht passieren und ich höre genau dasselbe, was ihr hört. Alles, was ich höre, hört ihr ebenfalls. Das heißt, wenn ihr meine Gedanken hören würdet ihr es auch hören. Also weil ich meine Gedanken ja selber höre, müsstet ihr meine Gedanken eigentlich auch hören. Ich weiß nicht, ob ihr meine Gedanken hört. Ob sie meine Gedanken hören? Ich weiß nicht. Heute war ich gar nicht so oft auf dem Klo. Ich glaube, ich sollte mal wieder aufs Klo gehen. Wobei, der Tee kickt noch nicht so. Ich mache später Pause, ja. Also ich gehe mal von aus, ihr hört alles, was ich höre. Deshalb hört ihr auch meine Gedanken. Süßkram und Sasszeug, genau. Himmel hat auch 10 verschiedene Stimmen. Ja, das höre ich. Ich hatte nicht die 10 Stimmen in meinem Hirn. Wir wollen vermutlich nicht deine Gedanken hören. Erstmal ordentlich eine rausknatternde Gedanken natürlich. Ja, schon. Himmel sagt, Doku, meine Hündin schaut mich an und filmt auf meinen Schuss. Oh, der Hund hat Talent. Vielleicht sollte er VTuber werden. Vielleicht. Aber eigentlich braucht der Hund sich nicht so. Also, der Hund würde ja auch ohne VTuber sein. Richtig gut. Eine Show abliefern, so. Richtig gute Show abliefern. Ich habe gerade Gedanken gehört. Hast du wirklich Gedanken gehört? Hast du also doch meine Gedanken gehört, die ich gedacht habe? Krass. Du bist ein Gedankenleser. Ja, also nochmal kurz, okay? Also nochmal langsam, damit ihr euch das merkt. Das ist ein gutes Gedicht, das zieht immer, ja? Ja. Also, Schneewittchen hat einen geilen Po, super Titten sowieso. Täglich hat sie wilden Sex mit den Zwergen 1 bis 6. Nur den schwulen 7. Zwerg, den fickt Hänsel hinterm Berg. Okay. Okay. Ich meine, ich hab's kommen sehen. Zwar nicht 6-mal, aber das Ende kam unerwartet. Warum soll man sich das merken? Ich weiß es nicht. Das ist ja nicht so was wie die Richtungen sich zu merken. Nie ohne Seife waschen zum Beispiel. Dann merkt man sich Norden, Osten, Süden, Westen. Nie ohne Seife waschen. Ich habe das leicht anders in Erinnerung. Ach so, nicht, gibt's noch anders? Wir laufen die Amongi-Runden. Jetzt, wo du gefragt hast, muss ich gleich sterben. War ja klar. Gejinxed. Warum fassst du auch, Anna? Was soll denn das? Hallo, Wollblume und Zuriati. Nein, warum kommen denn immer diese Horrorclips? Ich bin heute nicht in der Horrorstimmung, Mann. Okay, ich muss jetzt durch. Ich muss Augen zu und durch, wie man so schön sagt. Also, Kapuzenwurm, Augen zu und durch. Habe ich das Spiel schon auf meiner Blackliste? Kann man nicht Minecraft spielen? Aber Minecraft ist auch ein Horrorspiel. Dann landest du einmal in so einer Höhle, wo dann irgendwie Trillionen von Zombies, Skeletten und Creepern dich angreifen. Das ist noch mehr ein Horrorspiel, als so ein Horrorspiel ist. Ja? Also da schreie ich mir auch die Seele aus dem Leib, wenn mich dann plötzlich 10 Skelette anschießen die ganze Zeit. Achte auf dein Herz hier. Was soll das denn heißen? Das klingt ja so, als wäre ich irgendwie schon 80 Jahre alt oder so. Hima, achtet auf deinen Puls. Dein Puls und dein Herz. Ja, du musst drauf achten. Nein, muss ich nicht. Ich bin ein junges Raupenschmetterlingswesen-Gedöns. Ich bin erst 4. Die greifen nicht an, die wollen kuscheln. Himmel ist auch Story of Seasons ein Horrorspiel. Nein. Es hatte zwar einmal einen horrortastischen Moment, aber sonst war es kein Horrorspiel. Das war mehr so Romance-Spiel. Ja. Ja. Donny spielt Dark Souls 3. Oh, hier, guck mal, richtig geil.
Geil. Oh, hier masturbieren, ey. Einmal schön die Hose bis zu den Knöcheln runter. Ja, okay. Das ist noch nicht mal perfektes Timing zum Reinschalten. Wenn Hime Horror spielt, Alter, sie rapide. Oh, das stimmt. Also für jedes Horrorspiel erstmal ein graues Haar, ne, bekommen, weil man einfach so vor Schock, vor den Schockmomenten einfach grau wird. Aber was ganz cool ist, wenn du, je mehr Horrorspiele spielen würdest, desto mehr graue Haare würde ich bekommen. Das heißt, ich wäre am Ende dann silberhaarig. Und Silber ist in. Weil meine Haare sind ja nicht nur grau, die sind, wenn dann schon, silber. Also wenn schon, denn schon. Als magischer Schmetterling wird man hier nicht grau, sondern silber. Ihm ist 4 und wieder nicht legal. Oh mein Gott, knallt doch die Türen denn so zu? Wir haben Türklinken zerfixt. Wo kommt ihr her? Seid ihr dort aufgewachsen, wo es nur Vorhänge gab oder was? Entfache diese... Das habe ich auch noch nie das habe ich auch so noch nie gehört. Das heißt, wenn man die Tür knallt, ist man da, kommt man daher, wo es noch Vorhänge gab und keine Türen. Das heißt, ist es ein Indiz für irgendwas, irgendwie was anderes? So irgendwie, keine Ahnung, so ein Puff oder so? Ich weiß nicht. Aber was ist ein Indiz? Für was ist ein Indiz, irgendwo herzukommen, wo es keine Türen gab und nur Vorhänge? Es muss ja doch ein Indiz für irgendwas sein. Deshalb habe ich graue Haare und ich dachte, das liegt am Alter. Höhlen? Ach so! Ein Zelt. Das war mir jetzt zu weit hergeholt. Ich weiß bis heute nicht, welche Farben deine Haare haben. Lila? Achso, lila. Hammut kann sich keine Türen lassen. Ja, okay, aber ich glaube nicht, dass es darauf sich bezogen hatte. Da hat man auf jeden Fall Ereignisse sitzen ohne Türen. Dieses Feuer. In mir dieses Feuer. Das geht mir so schnell. Ich blick nicht durch. Oh mein Gott, er lebt. Oh mein Gott, how is this possible? Oh mein Gott. How is this even possible? Jetzt machst du diese mitten in der Nacht Streams. Also theoretisch, für unseren Rhythmus bin ich immer noch nackt. Vor allem, sie hat nackt gesagt und dann klang das wie anal. Das war doppelsass. Lele, das war doppelsass. Ich meine, man sagt ja immer das, was in dem Kopf noch herumschwirrt, ne? Man sagt ja immer das, was der Kopf noch mitdenkt. Außer bei mir. Ich sag immer nur alles aus Versehen. Aber bei allen anderen ist es ja das, was sie im Kopf rumschwirren haben. Ja. Ein Engelchen. Jawohl. Das fliegt weg, safe. Das macht so, boah, oder? Katzenöhrchen. Oder platzt das, weil du nicht aufpasst? Neben dem Gesicht, gar nicht geil. Oh Gott. Oh Gott. Was? Ich wusste es. Hast du den Waschlappen gerade in die Spüle geworfen? Nee, ich kann Stefan nicht in die Spüle werfen. Das ging mir so schnell. Das ging mir jetzt gerade ein bisschen zu schnell. Was war da? Was? Hast du den Waschlappen gerade in die Spüle geworfen? Nee, ich kann Stefan nicht in die Spüle werfen. Ach so. Aber die Sache ist halt, ich weiß nicht, wer Stefan ist. Also, keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr, Stefan. Erik, ich erinnere mich noch, ich glaube, es war Peters 30. Geburtstag. Da stand Erik, ich glaube, 3 Stunden lang in diesem Captain's Stand. Also ich saß auf der Bank. Aha. Und er hatte auf der Bank gegenüber sein eines Bein hoch. Aha. Also sein Penis war sozusagen direkt in meinem Gesicht die ganze Zeit. Und es hat mich nicht gestört. Also ich kann das verstehen, ja. Manche Sachen sind seltsam. Warte. Von welchem Penis reden wir gerade? Wessen Penis war in seinem Gesicht? Wessen Pipi-Mann war in seinem Gesicht? Von Gronkh? Oha, die haben aber eine tiefe Bindung. Holy shit. Also, ne, ich hab ja Gronkhs weiße Weste schon lange abgelegt, ne? Ich weiß ja, was für ein verruchter Opa er jetzt geworden ist oder schon immer war. Aber das ist ja schon mal, das ist gut zu wissen. Gut zu wissen. Ich hab zuerst Peter gehört, ja? Ich war zuerst hieß es Erik, dann war es ein Peter und dann dachte ich so, was für ein Peter? Von welchem Peter reden wir hier? Und dann war ich dann ging alles auf einmal und dann war es ein Riesenteil in seinem Gesicht, ja? Dann habe ich eh nicht mehr zugehört. Da
Dann habe ich es mir nur noch bildlich vorgestellt. Man muss halt auch mal zeigen, was man hat. Ich meine, wenn man es hat, kann man es gerne zeigen, ja? Peters Geburtstag. Wer ist Peter? Captain Morgan haben die gesagt. Das haben die auch gesagt. Wer war zuerst da, Gronk im Captain stand oder er, der sich davor gesetzt hat? Also wenn Gronk zuerst da gestanden hatte und er sich davor gesetzt hatte, dann war es auf jeden Fall war natürlich seins, ne? Also er wollte es unbedingt wissen. Aber wenn er schon da saß und Gronk gekommen ist und sein bestes Stück gezeigt hat, präsentiert hat, dann kann ich es nicht mehr wieder vergessen. Beatsmeet vermutlich, ach so. Pizza mit Peter, wenn ich das richtig... Ja, so. Ja, okay. Ja, gut. Das kann sein. Genau das ist das Feeling, glaube ich. Ah, ich bin ein bisschen... Okay, ich hoffe, ihr mögt meinen Hintergrund genauso wie ich. Ich liebe ihn. Ich liebe ihn einfach. Okay, seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Trommelwirbel bitte. Es ist mir immer noch super unangenehm. Ich sag's, wie es ist, ne? Es ist mir immer noch unfassbar unangenehm. Ich habe wirklich in dem Moment einfach gedacht, so, ja, alles klar, so müssen sich Männer fühlen, wenn sie erstmal geprahlt haben, dass sie ein 3 cm Ding haben und im Bett da nicht wirklich vorankommen. So, ich hatte gedacht, sie sagt jetzt sowas wie, so müssen sich Männer fühlen, wenn sie ihr 30, wenn, also so müssen sich Männer fühlen, wenn sie sagen, sie haben voll das große Ding zwischen den Beinen und dann, wenn sie es auspacken, ist es halt so eine kleine Erdnuss oder so. So muss es sich wohl gefühlt haben. Ich dachte, sie sagt sowas, aber klar, ich meine, gut, wenn sie das dann nicht hochbekommen, ist es genauso schlimm. Drei Zentimeter ist halt auch so eine große Erdnuss, ne? Also eine große Erdnuss ist ungefähr 3 Zentimeter groß. Aber im Vergleich sehr klein. But we will see. Ich dachte, es wäre eine Wurst, aber es ist eine Karotte. Warum habe ich gedacht, warte, was machst du da? What do you do? Nein! Wow! Oh mein Gott! A mit Punkt oder Komma kannst du springen ein paar Frames zurück und vor. Ja, Slow-Mo muss nicht immer, ist nicht immer besser. Das ist richtig mies. Manchmal aus Dosen, fast immer. Und mit der Flasche habe ich das letzte Mal gesehen, wie gut du die das erste Mal geöffnet hast. Nee, guck mal, das... Nein! Das ist nicht wahr! Boah, da war der Druck aber auf der Flasche enorm. Da war der Druck enorm. Ei Guda, eine Wurst, weil du immer so denkst? Nein, weil ich gerade Hunger habe und ich dachte, das wäre nur so eine geile, fette Wurst. Ja? Genau deswegen, weil ich Hunger habe und die Wurst sah sehr lecker aus, aber es war keine Wurst, es war eine gesunde Karotte und ich war schon ein bisschen enttäuscht, dass er keine große, fette Wurst in seiner Hand gehalten hat. Ich will nicht immer die Tierchen töten, aber die greifen mich an. Speichern, ja. Gute Idee. Speichern. Gespeichert. Gespeichert. Oh nein. Geladen? Ich habe Laden gemacht. Nein. Vorsicht, du könntest jetzt auch in die Map reinbacken. Ach, das wird mir doch niemals passieren. Oh nein, gejinxt! Ja doch, sag niemals nie, aus einem Grund, dass es vielen schon passiert. Nein. Gejinxt! Oh. Mikro näher an den Mund. Oh mein Gott! Holy shit. Kein Loot, okay, ja. Aufs Pferd. Recommended, horse-oriented. Ja, dann lieber horse-oriented, bitte. Ist doch nicht so gut. Oh Gott, es ist gar nicht gut. Hallo? Hä? Das Pferd weiß nicht so ganz, Scheiße. Wo es hin will, glaube ich. Oh nein! Jetzt sehe ich, was ich gemacht habe. Das ist gar nicht gut. Ich bin verwirrt. Was hat sie gemacht? Sie hat das Pferd steuern lassen. Sie hat den wilden Hengst steuern lassen, statt selber zu steuern, kann es sein? Robert, wir brauchen Seso-Clips von Hime. Seso-Clips von mir? Wie Seso-Clips? Ich dachte, ihr wollt an Seso-Clips von mir. Also 90% der Clips sind sus. Es wird immer schlimmer. Wir müssen Clippy helfen.
Ich glaube, Clippy ist nicht mehr zu helfen. Clippy ist ein VTuber. Clippy ist automatisch sus. Das zeigt sich in den Clips wieder raus hier. S gedrückt. Nee, wenn du W drückst, läuft das Pferd im Blick Richtung des Pferdes. Ach so. Ich kenne das Spiel nicht, deshalb. Guck mal, das ist ein wunderschöner Schwan. Das ist ein wunderschöner Schwan. Ja, guck. Oh, die fahren Auto. Das ist eine Gans, oder? Ist das ein Schwan? Ein Schwan, oder? Ein ja. Schwan, ein Schwan. Oh. Gans. Gans. Ein was? Ein Schwan. Die Mehrzahl von Schwan. Ein wunderschöner Schwan. Ich meine, kommt nah eine Gans ran, aber der Schwan ist doch schöner. Dann ist dir auch nicht mehr zu helfen. Ich bin eine Ausnahme. Oh, was ist das für ein Spiel? Mich selbst schlagen. Ich habe mich selbst getötet. Einfach eine Gehirnerschütterung, Achievement, Errungenschaft bekommen und dann einfach sich selbst umgebracht. Alter, das Spiel nimmt sich nicht selber für voll. Ich find's gut. Ich find's gut. Das ist ein Spiel nach meinem Geschmack. Du schaust auf den Schwan, ich kann nur auf das Schaft schauen. Was für ein Schaft? Was ist ein Schaft? Was ist ein Schaft? Was ist ein Schaft? Wissenschaft? Das klang wie Wissenschaft. Wieso kann man sich da selber killen? Weil es ein Spiel ist. Da kannst du alles tun. Ach, auf das Schaf! Ja, das Schaf war süß. Aber ich glaube, war das ein Schaf? War das ein Reh? Ich weiß nicht mehr. Die Mehrzahl von Schwan, Schwanz. Schwanz? Da war ein wunderschöner Schwanz. In Tesla gibt es Nahtoderfahrung als Achievement. Schafft es ein langes, dickes Ding. Ach so. Warum schreibt ihr so perverse Wörter? Die sehen sich sehr ähnlich. Das stimmt tatsächlich. Hier, er sieht aus wie so ein exzentrischer Künstler. Ich würde Erik hier auch in so eine Art Gallery sehen und so sagen, so, ja, dieses Kunstwerk von Bruderson ist ein Ausdruck unserer heutigen Gesellschaft. Man muss das eh klar kommunizieren. Ich bin immer noch dafür, dass das Foto von Gronkh aussieht, als würde er nach Hilfe rufen. Und da definitiv nicht sein wollen. Es ist wie so ein Reh. Es ist wie so ein Reh, das irgendwie gerade mit Blitz, mit dem Autolicht erfasst wird und dann so. Hi. Oh, wenn man einen Schwan beißen sollte, werde ich den braten. Wenn dich ein Schwan beißen sollte, wirst du den braten, wirklich? Würdest du einen Schwan braten, wenn er dich beißt? Wenn er sich nur verteidigen würde, würdest du ihn dann braten? Warum würdest du ihn braten wollen? Das ist ein süßer Schwan. Gronkh sieht aus wie der deutsche T-Rock mit dem Pulli. Das auch. Hast du sowieso. Wow. Ja. Oh, das sah schmerzhaft aus. Das war schmerzhaft. Oh, das ist ganz unten. Wow! Könnt ihr mir eigentlich sagen, warum aktuell alle Tomb Raider spielen? Ich sehe so viele, die Tomb Raider spielen. Und in den Clip-Compilation kamen auch so viele, die Tomb Raider sind. Gab es irgendwie ist es wegen der Remastered-Version? Ist die erst rausgekommen? Ist es deshalb? Wirklich? Ich habe davon nichts mitbekommen. Ich habe das jetzt gesehen, dass da Remastered stehen. Ich frage mich die ganze Zeit, warum die so Altbacken-Spiele spielen. Die Remix kam raus, okay. Ich wusste es nicht. Ich hab mich echt gewundert die ganze Zeit, warum spielt ihr dieses alte, schön eckige Spiel? Ich meine, es macht Spaß, so ist es ja nicht, aber why you do it? Aber es macht schon Spaß. Also vielleicht sollte ich auch irgendwann mal Dings da spielen. Vielleicht, ich weiß es nicht. Tomb Raider, Remastered, maybe. Hier Laras Popo wackeln und die schönen eckigen Brüste. Sieht aus, als wäre Lara Croft in der Bruderschaft aus EC beigetreten. Was Spaß macht, yes. Macht schon Spaß. Ich hab's nie gespielt. Ich kenne nur die Szene mit dem Opa, der dir keuchend hinterherläuft. Und so faltet man einen Menschen. Ach, Origami. Origami mit Menschen. Habt ihr schon mal Origami mit Menschen gemacht? Es ist wie Yoga. Tut dem anderen aber ein bisschen mehr weh als dir selber. Wollen wir anstoßen? Ja, auf was stoßen wir heute an? Dass wir heute kochen und dann letzte Woche nicht angestoßen haben. Was? Oh ja. Oh, hast du geguckt? Was war das denn? Was? Nix. Sag. Was habe ich gemacht? Was habe ich gemacht? Das war das Abchecker. Ich habe keinen Abchecker gemacht. Das ist ja gerade. Wann sagen sie eigentlich offiziell, dass sie zusammen sind oder eine oder sich auf sich stehen? Also,
Die Clips werden immer eindeutiger. Die Clips werden immer eindeutiger. Das ist. Haben sie schon gesagt, dass sie zusammen sind? Haben sie eine offene Beziehung? Irgendwas? Irgendwas muss da doch sein! Ich habe meinen Origami-Meister gefragt. Er sagte, kannst du knicken? Lol. Ist Tomb Raider ein PlayStation-Klassiker? Ich weiß nicht, ob es damals auf der PlayStation rauskam. Ich glaube schon. Da knistert es immer mehr. Ist halt echt so. Immer, je mehr Clips ich davon sehe, desto mehr denke ich so, wow, die sind aber schon heiß am Hergehen. Da war noch irgendwas mit einem Ring. Ich glaube, es war aber nur ein Spaß. Ich glaube, es mit dem Ring war nur Spaß. Also falls jemand was mehr weiß und so oder aus dem Stream von ihr oder ihm mitbekommen hat, gerne mitteilen. Ich habe leider nichts mitbekommen. Vielleicht wollen sie es auch geheim halten, aber die Clips sind halt so, das ist, die Clips sind eindeutiger als, keine Ahnung, als das morgen Donnerstag ist. Wann machen die es endlich? Was endlich verkünden? Zumindest habe ich auch immer das Gefühl, dass bei denen was anbrennt. Jemand, wir kennen es doch bei Love Stories und Manga und Anime. Also erst in der 18. Season, letzten Chapter. Ach so, stimmt, so läuft das. So läuft das ja auch ab. Habe ich ganz vergessen. Ich meine, sie müssen es auch nicht verkünden, ne? Also, ich meine, es ist auch jedermanns Sache, dass man Beziehungen nicht öffentlich macht, wenn man halt der Meinung ist, das muss nicht jeder erfahren. Ist auch voll fein. Es ist nur so... eindeutig, es ist einfach so. Ich kann einfach nicht anders. Jedes Mal, wenn ich die beiden im Clip sehe, denke ich mir so, Brudi, ihr seid doch gefühlt zusammen. So wie ihr euch anschaut, das sieht man in Augen, das sieht man an der Einstellung, sieht man an der Körperspannung, man sieht es einfach an allem. Dachte, morgen ist Mittwoch, nee, morgen ist Donnerstag. Ja, Romance ist doch wie in Love is War, immer darauf warten, dass die andere Person es macht. Das kann auch sein. Hat voll den Abchecker gemacht. Müsst ihr auch mal Hallo sagen? Komm. Quinn sagt euch heute auch wieder Hallo. Hallo, Katze! So, einmal da. Hallo! Quinn. Da ist die Kamera. Oh, er ist zugezwinkert. Er hat zugezwinkert. Chat! Der Kater steht auf uns. Er hat uns zugezwinkert. Wusstet ihr das, wenn man einem zuzwinkert, man das Herz der Person erobert hat und so, keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich gerade sage. Der Kater hat uns zugezwinkert. Die Katze hat Timan gezwinkert. Nein, sie hat uns zugezwinkert. Er zwinkert uns zu, weil er sagt, please help me. Nein, ihm geht's gut. Ach so, ich soll auch zuzwinkern, natürlich. Bitteschön. Guck mal, zugezwinkt. Ich habe nicht verkackt, nein, überhaupt nicht. Ich habe nicht verkackt, nein. Ihr macht mich aber nervös, ja, okay. Ihr macht mich nervös hier. Ihr macht mich nervös. Du hast dem Chat zugezwinkert. Ja, einfach nur in die Richtung zeigen. Aber bei mir hält er die so komisch, wie so ein Spalier. Ah, ich sehe es gerade. Drop sie mal. Ah, ne. Er hat seinen Kameraden umgebracht. Wozu braucht man Feinde, wenn die Teamkameraden einen umbringen? Sonuk. Was ist Hypersonuk? Oh, was haben wir hier? Warum war noch Zeitlupe eingestellt? Oh mein Gott! Jetzt gib mir die Armbrust, ja. Oh, wirklich, jetzt ist Schluss mit lustig. Schluss mit lustig. Das reicht jetzt. Gib mir die Armbrust. Jetzt muss man sagen, noch Schluss mit lustig. Oh Mann, er hat's nicht gesagt im Spiel. Verdammt. Okay. Valorant! Bam, 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 bam. Ja, noch mehr bitte. Noch einer. Noch mehr, kommt doch alle her, Mann! Wir sind schon tot. Und was sagt die Umfrage? Wer benutzt hier Strandmatte? Was? Was ist eine Strandmatte? Was ist eine Strandmatte, Chat? Ist das wie so ein Strandhandtuch, das man im Urlaub auf die Liege drauf macht, damit keiner den Platz einnehmen kann, weil man dann erstmal in Ruhe frühstücken gehen will und dann um 5 Uhr morgens diese Strandliegematte mit einem Handtuch belegt? Ist es diese Strandmatte? Ich bin mir unsicher, was für eine Strandmatte sie meint. Was man drunter macht? Also eine Strandliege. Strandmatte? Eine Matte für den Strand. Eine Matte aus Stroh, nicht wie ein Handtuch. Aber was? Hä?
Was ist denn das? Was ist eine Strandmatte? Ich google jetzt. Ich muss herausfinden. Oh, da sind noch die drei Titten. Ich muss noch herausfinden, was eine Strandmatte ist. Strandmatte. Nicht Produkte, ich will keine Strandmatte kaufen. Die legt man auf den Sand. Ach, das ist so eine. Das, warte, sowas habe ich irgendwo. Ich dachte, es wäre so für Essen oder so. Das sah aus mal wie so eine Tragetasche für Essen. Ich glaube, sowas habe ich. Aber ich habe es bestimmt nicht als Strandmatte verwendet. Ich weiß nicht, wofür ich es verwendet habe, aber definitiv nicht als Strandmatte. Ich habe es nicht als Strandmatte. Ich zeige euch mal kurz, was eine Strandmatte ist. Dann wisst ihr auch Bescheid. Dann seid ihr auch klug wie ich. Dann werdet ihr auch so klug wie ich. Sobald OBS sagt, ich darf es hinzufügen. Oh mein Gott, ich muss so aufpassen. Ich habe so sus Bilder auf meinem PC, ey. Ja, das ist eine Strandmatte. Das ist eine Strandmatte hier. Das ist ein Strandmatte. Eine Tragetasche, die aussieht wie, wo man Essen reintun könnte. Aber wenn man ausklappt, kann man sich drauflegen. Im Endeffekt ist es wie so eine Yogamatte, aber aus bambusartigem Inhalt. Und man kann da drauflegen. Und das ist wahrscheinlich besser für Strand, weil das dann wahrscheinlich weniger der Sand dran hängen bleibt, wie als an einer Decke oder einem Handtuch. Was natürlich super praktisch ist. Und ja, ich habe das nie benutzt, um ehrlich zu sein. Ich hätte gesagt, so eine Art Yogamatte für den Strand. Ja, ne, irgendwie sowas. Wenn ich die Füße im Sand habe, habe ich dann die Welt als Schuhe an. Ja, das hast du. Dann bist du der König der Welt. Das wird mir hier zu deutsch. Die hatten wir auch damals, glaube ich. Damit mache ich Sushi-Rollen. Ey, das ist so geil. Du kannst so eine riesige Sushi-Rolle machen. Oh, ich weiß, warum das mir so bekannt vorkommt. Das sieht aus wie die Sushi-Rolle, die ich zu Hause habe. Ich habe so eine Sushi-Matte, die sieht genauso aus. Und damit rolle ich dann mein Sushi. Das ist super praktisch. Und das sieht genauso aus. Genau so. Ist das aus Stroh? Vielleicht? Sowas ähnliches hatte ich als Kind immer mit am Strand. Findet, dass der Döner den Mann mitgebracht hat, sandig wird. Ich kenne die als Rolle, wenn zusammengepackt. Ja, nicht als Tasche. Gibt auch als Rolle. Ist halt unterschiedlich. Ich denke mal so, je nachdem, wie es halt zusammengebaut worden ist. Das wäre ein ja, Riesensushi. Ey, das wäre so geil, so eine Riesensushi-Packung zu essen. Mega. Oh, jetzt habe ich Bock auf Sushi. Warum reden wir immer noch über Essen? Bitte nicht, das kann nicht sein. Ey, ich rieche so oft an Männern. Bitte an, was? Nein, nicht an. Daher kommt das. Gib mir den Beat. Don't you wish your girlfriend was hot like me? Don't you wish your girlfriend was a freak like me? Don't you? Die hat Spaß. Gibt's dafür einen Text? Chat, gibt's dafür eigentlich einen Text zu der Musik? Oder ist es nur Musik? Ist es Musik oder ist es Musik mit Text? Ich kenne den Text nämlich nicht. Da bekomme ich Bock auf Harry Potter. Hab gerade geschaut, die breiteste Sushi hatte 260 cm. Wow. Okay, das ist ein langes Ding. Aber das hätte ich gerne im Mund, dieses Ding. Was? Weißt du was? Ich geb dir gleich ein Loch und zwar ein zweites in deinen Arsch. Boah, ekelhaft. Weißt du was? Verschwinde. Oh mein Gott, was habe ich mir mit... Oh Gott. Los, weg! Ich bin so verwirrt. Ach so! Ach so, ich verstehe das! Weil die Leute haben gesagt, die Antwort ist, oh, es ist ganz schön spät geworden, also jetzt Loch. Das war die Antwort. Oh, ich verstehe. Oh, stimmt, ich sollte gehen. Was eine Zeitverschwendung. Ich schlafe hier, kannst du mich nach Hause fahren? Okay, jetzt verstehe ich, warum sie ein zweites Loch der Person reinbuddern möchte. Los, weg! Boah, gib dir gleich noch, blöder Hund. Hier lag auch sonst nichts weiter rum, ne? Kein Minipack, kein gar nichts. Ich glaube, die Blitze haben auch jetzt aufgehört. Oh, sie springt ja wirklich. Oh mein Gott! Mann! Gejinxt! Run! Forest, run! Haha, ausgetrickst. Ich spüre das so sehr, ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ah, ich lieb das. Der denkt sich auch nur so, oh Brudi, verarsch mich nicht, Brudi. Ey, gar keinen Bock mehr. Ja, das ist easy. Das ist easy hier.
Das ist easy. Er geht als erstes durchs Warte. Ziel. Warte. Nein! Das kommt mir bekannt vor. Das hatten wir schon sowas ähnliches. Kurz vor Ende. Okay, gut. Ja. Wir müssen auch mal wieder Fall Guys spielen. Hättet ihr mal Bock, wieder auf Fall Guys zu spielen oder so? Haben wir auch schon ewig nicht mehr gemacht, Fall Guys zu spielen. Wir haben mal wieder Zeit, oder? Fall Guys, bisschen Suchti, Falligallis klingt wie Halligalli. Halligalli. Aber ich bin richtig scheiße in Fall Guys. Aber für euch gebe ich mir ganz doll Mühe, okay? Hallo alle zusammen, ich bin es, die Mayo. Ich streame normalerweise auf meinem Channel, aber heute bin ich hier ich habe den Namen vergessen. Okay, erstmal nie wieder einladen. Wird auch interessant, Anno. Weil hier Anno. Werden Schienen noch rausführen. Ach ja? Ja. Und das soll ich Ihnen glauben? Ja, ist wirklich so. Ich liebe es. Es gibt nichts Besseres, als wenn zum Beispiel Spiele, NPCs oder so mit dir interagieren, wenn du irgendwas gesagt hast und sie einfach drauf antworten, obwohl du das gar nicht gedacht hattest. Ich liebe sowas. Ach, da oben das ist nicht das, das ist einfach der fehlende Sauerstoff. Das Problem ist, also die Sache ist, ich atme. Man denkt sich die ganze Zeit, boah, die redet so viel, wann atmet die mal? Problem ist, weil mein Mund halt nicht mehr dazu kommt zu atmen, übernimmt das mein Arschloch. Aber deswegen übernimmt mein Mund auch die Funktion meines Arschloches und deswegen rede ich nur Scheiße. Okay, kann man machen. E-Mail spielst du Community oder allein? Also wenn ich Community spiele ich immer mit der Community. Wenn ich Solo spiele ich immer Solo. Weiß nicht, ob das eine Frage beantwortet hat. Krass. So, Tinker, jetzt du. Jetzt ich. Oh Gott, oh nein, oh nein. Aber, nee. Oh nein, oh nein, oh oh, oh nein. Oh, oh. Da muss wohl noch ein bisschen mehr Yoga gemacht werden. Stimme, spielst du Spiele? Ich spiele Spiele. Möchtet ihr ein Spiel mit mir spielen? Sollen wir ein Spiel spielen? Ich kenne da so ein ganz tolles Spiel. Das wird euch so viel Spaß machen. Aber Achtung, es kann blutig werden. Möchtet ihr ein Spiel spielen? Ja? Lasst uns ein Spiel spielen. Spiele spielen. Oh ja, ich liebe Spiele spielen. Vor allem mit euch. Das Kellerspiel? Also wir können es gerne im Keller tun. Spielen wir wieder das Spiel, wo wir neue Leute in Himes Keller bekommen? Natürlich. Je mehr, desto witziger. Je mehr, desto mehr Spaß macht das. Ein Spiel zu spielen. Kommt her, Hime, 1 gegen 1. Nee, nix 1 gegen 1. Nix 1 gegen 1. Ich bring meine Brüder mit. Meine 500 Brüder. Nein, Hime, wir spielen nicht, finde den Keller. Nicht, aber es macht am meisten Spaß, finde den Keller zu spielen. Was für ein Spiel? Ja, das erfahrt ihr nur, wenn ihr mit mir mitspielt. Ihr erfahrt es nur, wenn ihr mitkommt zum Spielen. Nur dann erfahrt ihr es. Sonst nicht. Au. Hallo? Abwerfen ist nicht. Das Abwehrspiel ist es nicht. Oh doch, Hime, ich mach dich. Hallo? Warte, Hime ist eine Domina geworden. Nein, ich bin keine Domina. Ich bin eine Hime. Ja. Wir spielen Escape to Keller. Hey, das wäre ein cooles Spiel. Das wäre so cool, wenn jemand das programmieren würde, so ein Escape Room, wo dann so eine Raupe aus dem Kellerbereich rauskommen muss, aber aus so einem Labyrinth-Kellerbereich. Und dann trifft es so auf die Mods, trifft es dann so auf den Kekskeller und sowas, muss dann so Rätsel machen. Das wäre so cool. Also falls jemand von euch so irgendwie ein Programmierer ist oder sowas, ein Spiel programmieren will mit die Escape the Keller Raubmedition, dann just do it. Darf man aus dem Keller raus, wenn man gewinnt? Natürlich nicht. Auf die Hime-Statue und den Altar und die Ducky-Kammer? Was? Es wäre geil, wenn es von Hime ein Horrorspiel geben würde. Toll. Ein Horrorspiel, wo die Hime die ganze Zeit nur im Schreien ist. Das fühle ich. Da sehe ich mich. Oh, ich muss nach links. Das hört sich fast an nach einem Snake. Snake? Ah, stimmt, so Snake-like, aber nicht ganz so. Schon so in der Third-Person-View. Das Horrorspiel landet dann nicht in deinem schwarzen Buch. Nee, das Horrorspiel würde ich live im Stream spielen. Der Hime-Horror-Shooter, oh Gott. Bin ich dann die abgeschossen wird oder schieße ich die Leute ab?
Also die Monster oder was auch immer da drin ist. Ich hoffe zweiteres. Das sieht ganz schön ungemütlich aus. Die würde das bestimmt gut hinbekommen, das mit den Beinen hinter den Kopf zu machen. Die würde das sowas von gut hinbekommen. Ja, ja. Nein. Ich sitze nicht für... Nein. Aber sie sagt, das ist nice. Stellt euch mal vor, ich hätte jetzt ein Date mit dir. Und mit mir? Dir. Oh mein Gott, oh, das kommt aber ganz schön plötzlich. Ich bin gar nicht vorbereitet. Ich muss erstmal duschen gehen, mich erstmal rasieren gehen und dann erstmal Parfüm anlegen und dann die Blumen in die Haare sprühen und dann muss ich noch ein schönes Kleid anziehen. Und das so fehlt mir. Okay, ich muss mir erstmal schick machen, ja? Also kein Date, bevor ich hier nicht komplett sexy aussehe. Aber was für ein Dessous kaufe ich denn da? Mit Loch oder ohne Loch? Die Blumen, die Haare sprühen und ja? Und ich möchte dich so ein bisschen anflirten. Oh, okay, ja? Flirt mich an. Flirt mich und an. Dann ich bin bereit. Zeige ich euch jetzt, mit welchem Blick ich das mache. Okay. Sehr heiß. Ich würde mitgehen. Ich würde mitgehen. Ich würde mitgehen. Sie hat mich. Erstes Date, safe, sicher. Wohin gehen wir, ist die Frage nur. Day? Ach so, bist du das? Das bin ich. Okay, weil ich nämlich deinen Namen nicht sehe, deswegen. Ach so, ich bin disguised. Wahrscheinlich deswegen. Ich habe keine Ahnung. Ich sehe deinen Namen aber auch gerade nicht. Das buggt scheinbar gerade ein bisschen. Warte mal, wir sind ja auch gar nicht in einem Team. Echt, was ist mit euch? Ach so, stimmt. Ach so. Verdammt. Lol. Sind die doof? Wäre mir auch passiert. Ja? Da rein. Musi? Während der Fahrt bitte nicht mit dem Fahrer sprechen. Nee, was ist denn los? Also ich habe keine Ahnung von dem Spiel, aber die Leute sagen, du hast deine Fracht vergessen. Du hast vergessen, überhaupt nicht mitzunehmen. Moment, wirklich? Ich habe meine Fracht nicht dabei. Ey, so ging das mir auch einmal. Ich habe die Fracht abgelegt und bin weggefahren und alle so... Du hast keine Fracht. Ich so, was? Wie, keine Fracht? Hä? Die fehlt ja wirklich! Lol, kennt ihr das? Haben wir das auch geklippt? Das wäre so lustig. Haben wir das geklippt gehabt? Das nennt man Pech. Aber zum Glück bin ich nicht komplett weggefahren, weil ich mich schon so verfahren hatte. Moin, was geht? Oh mein Gott! What? Hä? Was? Wie? Wo? Lebt er noch? Ich glaube, er lebt nicht mehr. Ich glaube, er ist von uns gegangen. Das war zu steinhart für ihn. Der Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg ist steinig und hart. Nee, Schatz, du hast einen Kinderwagen vergessen mit Fracht. Ey, stell dir vor, es würde euch wirklich passieren, dass ihr irgendwie losfahrt oder so und dann irgendwie den Kinderwagen vergessen habt, einzupacken, der halt noch hinterm Auto steht und ihr fahrt einfach geradeaus weg oder so. Und dann später so, Schatz, hast du einen Kinderwagen auch reingepackt? Nein, was für ein Kinderwagen. Ja, wir waren noch mit dem Kinderwagen unterwegs. Oh. Ich hätte es erst gesagt, wenn das Ziel erreicht wäre. Ey, das wäre auch genauso lustig gewesen. Solange man nicht vergisst, absichtlich seine Kinder zurückzulassen. Du, warte. Solange man nicht vergisst, absichtlich seine Kinder zurückzulassen. Wie kannst du absichtlich etwas vergessen? Du kannst ja, wenn du vergessen oder als absichtlich machen. Absichtlich etwas zu vergessen geht nicht. Ach, wir hatten ein Kind. Denn ja, aber das Kind nicht. Oh Gott, stell dir das mal vor. Erstmal das Kind stehen lassen und den Kinderwagen einpacken und sagen, jo, das Kind, das packt schon. Das Kind, das kommt schon von alleine nach Haus. 10-Minuten-Timer für mich stellen. Hat mir gerade was vom Doktor in den Ofen geschoben. Aber war, er hat eine Pizza in Röhre. Aber wieso vom Doktor? Dr. Oetker? Oetker. Oh. Warte, hat Dr. Oetker Pizzen? Ich denke bei Dr. Oetker immer an Kuchen. Warte, nein, warte, hat Dr. Oetker, warte, Moment. Hat Dr. Oetker Kuchen? Hat Dr. Oetker Kuchen? Hat er beides? Pizza und Kuchen? Ich habe schon ewig keine Tiefkühlpizza mehr gekauft, ich weiß es nicht mehr. Ich kaufe nur Kuchen, ich kaufe nur Torten, ich kaufe keine Pizzen aus dem Tiefgefach. Kuchen, Pizza und vieles mehr. Ja, ich weiß, dass sie mehr haben. Ich war nur gerade sehr verwirrt. Ich war nicht mehr sicher. Ich weiß, dass Dr. Oetker so für Kuchen und so zuständig ist, aber nicht mehr für Pizzen. Komplett aus meinem Hirn raus.
Vielleicht hat er Küchenpizza. Du meinst die Schokopizza, die ich nie probiert habe und es ein bisschen bereut, dass ich nicht probiert habe, weil sie eigentlich gar nicht so geil war, aber ich sie gerne probiert gehabt hätte. Sogar Pudding? What? Ich weiß noch, dass ich Dr. Oetker damals gefragt habe, ob man, da es sich ja scheinbar um einen Doktor handelt, dich vielleicht mit einer Pizza, nicht mit der EC, sondern vielleicht mit einer Krankenkassenkarte bezahlen kann. Das war witzig. Der Weihnachtsbaum ist da. Yay! Oh. Der ist böse, der ist auf meinen Kopf! Oh. Da ist jemand gestorben. Ich kann heute eh nicht, weil ich bin leider Astro. Next time! Wie war es um 40 cm an deinem kleinen Körper? Pizza. Was? Irgendwas mit 14 cm an deinem kleinen Körper? Ein Schlumpf? Darum ist Hime so süß. Sie isst nur Kuchen. Nein, ich esse eine Torte. Mit viel Sahne obendrauf. Schokopizza, ja, die soll eklig gewesen sein. Eine Benjamin-Blümchen-Pizza. Oh, das wäre voll schlau. Benjamin-Blümchen geht super gut und Pizzen gehen auch super gut. Also warum nicht einfach kombinieren und eine Benjamin-Blümchen-Pizza machen? Mit so Elefantenfleisch obendrauf und so. Ja, die haben Pizza und gerade ist auch eine Ofenfrisch von Dr. Oetker im Ofen. Im Ofen oder im Offen? Die Schokopizza war richtig eklig. Die war ja auch schnell wieder weg, die Pizza. Ja. Schlagsahne oder Schlauchsahne? Schlagsahne? Was ist eine Schlauchsahne, bitte? Die haben schon Torte gemacht. Bitte kein Zuckerstückchen auf Pizza. Das klingt auch eklig. Die Elefantenfleischpizza. Elefantenpizza hat die dann 2 Tonnen Gewicht. Ja, ja, die kannst du einfach nur mit so einem LKW transportieren. Die kannst du nur mit einem LKW transportieren. Schoki-Pizza noch nie gehört. Wirklich nicht? Die gab es mal ganz kurz. Die hatte ich, glaube ich, für ein halbes Jahr oder ein Jahr in meiner Tiefkühlfach. Die wollte ich für besondere Momente da lassen. Der besondere Moment ist aber verflogen, weil die Pizza abgelaufen ist und sah nicht mehr so gut aus. Die sah nämlich auch in der Tiefkühlfach nicht mehr so gut aus. Dann habe ich gedacht so, ich glaube, ich sollte sie vielleicht doch lieber nicht essen. Dann habe ich sie weggeworfen, weil die sah schon so aus wie, I don't know, nicht mehr essbar. Und deshalb habe ich nie eine Schokopizza probiert. Es gab mal Ritter Sport Einhorn-Schokolade. Oh, die habe ich probiert, die war lecker. Der Dönermann, wo ich seit neuestem bestelle, macht Schoko- und Apfel-Zimt-Pizza, die schmeckt mega. Okay, vielleicht war die Dr. Oetker-Schokopizza einfach nur eklig. Kann ja sein, dass im Gesamten die nicht schlecht ist. Heute ist zwar Mettwoch, aber für mich Dönerswoch. Also gibt es in 4 Minuten selbstgemachten Döner. Oh nein, ich habe letztens auch selbstgemachten Döner gemacht, aber der war viel zu fettig. Ich weiß nicht warum, wegen dem Fleisch. Das Fleisch war ein bisschen fettig. Das heißt, nächstes Mal gibt es wieder Hühnchenfleisch, weil es weniger fettig ist. Und Döner selbstmachen ist zwar ein bisschen aufwendig, aber schmeckt mega gut. Kenne ich mit Chips. Holy moly, die Schokopizza war viel zu süß. Meine Schlagsahne oder Schlauchsahne? Ich weiß immer nicht, was Schlauchsahne ist. Ich habe keine Ahnung, was Schlauchsahne ist. Hatte auch schon eine Pizza mit Vanillesoße und roter Grütze. War auch lecker. Das klingt alles so eklig. Süße Pizza kann ich mir nicht so lecker vorstellen. Ja, ein bisschen cocky sein hier. Let's go! Nicht so langsam schlaufen. So, Prösterchen. Prösterchen. Mm. Oh! Ja, gut. Und an dem Abend war ich irgendwie so ein bisschen... Ja... Habe ich da jetzt Bock drauf? Ja. Oder ja, aber am Ende des Tages dachte ich mir dann so, ja, komm, let's go. Ich habe das Ja noch nicht mal ausgesprochen. Ich war noch... Lass mich ausreden. Ich war noch beim J. Da geht der Kofferraum auf. Alles klar, kein Problem. Kali nimmt ihre Tasche raus. Und folgt mir Richtung Haustür! Was ist... Wartet mal! Okay. Hallo? Daniel, gay? Daniel... Hallo, deine Kopfhörer können dafür nichts, dass du so einen Namen dir ausgesucht hast! Weißt du, wie oft die Streamer mich falsch aussprechen? Weißt du, wie oft ich nicht Himechi heiße, sondern Heimchi oder... Himmel, Chi oder was auch immer. Weißt du, wie frustrierend das ist? Du weißt gar nicht, wie sich das anfühlt. Aber ich freue mich trotzdem, wenn sie es versuchen, richtig. Nur blöd, wenn sie dann sagen, ja, es ist Himechi oder Heimchi und du sitzt da und denkst dir so, wenn ich jetzt ja sage oder ersteres sage, wissen die noch, was sie gesagt haben? Nee, meistens nicht. Du heißt Heimweh? Naja,
ich werde auch manchmal Autokorrektur macht aus Team auf Home. Also ich bin auf jeden Fall euer Zuhause scheinbar. Heim-TV. Himachi! Ja, okay, das gab's auch manchmal. Ich nehm's den Streamer auch überhaupt nicht böse, ja? Ich nehm's den Streamer nicht böse. Aber ich weiß dann auch nie, wie ich sagen kann, so wird's ausgesprochen, weil es meistens dann immer noch falsch ist. Ah, oh, Hime Knie. Himanchi! Ihr könnt mich auch Hime nennen, das ist auch okay. Ja, aber deine gay ausgesprochen ist schon hart. Ja, gut, aber trotzdem. Himebert, Himechi, ich kenne Kimchi. Kimchi! Kimchi mag ich nicht. Homichi. Wie oft ich Roni genannt werde. Ja gut, aber wenigstens nicht einfach einen anderen Streamer. So, hi! Hi! Heimchi für deinen Rainy. Ich nehme es auch wirklich nicht übel. Ich lache schon drüber, weil ich es immer sehr kreativ finde, wie sie meinen Namen aussprechen. Ich finde es kreativ. Manchmal kommt dann eine Version, die habe ich noch nie gehört. Denke mir so, oh, okay, so geht's wohl auch. Dann zweifle ich ein bisschen an meiner Namenswahl und überlege, ob ich mich umbenennen soll in irgendwas wie, keine Ahnung, Julia oder so. Irgendwas Einfaches, was jeder weiß, wie man ausspricht. Ich hab, also falls ihr mal einen Namen für euch aussucht, dann überlegt zweimal, ob ihr einen japanisch angehauchten Namen haben wollt oder nicht, ob ihr lieber einen englischen oder deutsch ausgesprochenen Namen nehmen wollt. Heimspiel, genau. Heimspiel. Oh. Hans Gork, Him Echi, ja auch Echi. Ich glaube, stimmt. Ich glaube, einmal hat man mein... Warte, war das bei uns im Stream hier? Ich weiß gar nicht. Einmal hat man doch meinen Namen mit Echi verglichen, weil ich Echi mag. Deshalb Himechi. Hime-Prinzessin und Chibi, die kleine Katze, wo es einen Manga zu gibt. Zum Beispiel auch, ja, Himechi. Ich kenne das Problem mit meinem richtigen Namen. Hallo, Heine, komm, wie geht's dir? Andere Namen für Hime. Ah, Hallo? Ich bin keine Tante. Wenn dann schon Onesan, ja? Hallo, wenn dann deine Onesan mit den großen Dingern. Das können wir durchziehen, ja. Ich bin froh, wie mein Name ist. Ja, alles gut. Es ist auch nicht, also es passiert ja auch, keine Ahnung, einmal alle paar Wochen oder so. I don't know. Hin und wieder passiert es mal. Ich finde es mal sehr interessant. Dann versuche ich die Leute zu sagen, dass sie mich einfach nur Hime nennen können. Das ist einfacher. Onesan! Energie. Klingt wie ein Energy-Getränk. Cute. Tun sie sich gerade an. Oh mein Gott. Sus. Und hier ist in der Keller, ist kalt und nass. Hier hast du eine Decke. Wärm dich damit auf. Erinnert mich an Anime, wo kleine Mädchen so große Bubas als Körper haben. Ja, ne? Die haben manchmal so XXL-Bubas, obwohl sie, keine Ahnung, 10 sind oder so. Ich denke mir so, wow, da hat er... Also, sie sind nicht 10, aber im Körper eine 10-Jährige. Meistens sind sie ja 500 Jahre alt. Deshalb haben die ja so große Dinger. Das ist sehr interessant immer. Es ist einfach so, du kannst dir nie sicher sein, wie alt die wirklich ist. Die kann 10 sein, die kann aber auch 500 sein, die kann aber auch irgendwie, I don't know, 20 sein. Es ist alles möglich in Anime. Hey, da ist Misty. Bekommen nur VTuber-Spitznamen aufgrund ihrer Oberweite? Ich krieg keine Spitznamen aufgrund meiner Oberweite. Folgt mir auch auf all meinen anderen Social-Media-Kanälen. Hast du noch andere? Ja, ich habe zum Beispiel Instagram, joint auch dem Discord. Discord. So, und dann würde ich sagen... Jetzt Kamelle. Auf die Plätze. Aha. Oh nein. Was denn? Oh nein, zu spät. Wie zu spät? Wir sind schon geradet. Dam, da 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 dam, dam da da da, da 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 dam, dam da da da, da da da. Also schon vorbei. Das war die neue Folge von Stream Clips Germany. Die Nummer 244. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie ich. Und nächstes Mal gibt's bestimmt auch was Schmetterhaftes. Dankeschön, bis zum nächsten Mal.